Das Schönste am Fliegen ist die wundervolle Aussicht. Bei guter Witterung breitet sich weit unten die Welt aus wie ein magischer Flickenteppich, der unendlich bis an den Horizont reicht. Auf meinem ersten Flug über einem Vorort von Los Angeles erstreckte sich im Südwesten meilenweit das Meer. Im Norden lugten die Hügel von Hollywood über den Rand des Cockpits und leuchteten golden im Licht der untergehenden Sonne. Schon als der Pilot abhob, wusste ich, dass ich selber fliegen musste. Ich heiße Amelia Earhart und bin 1897 in einem kleinen Nest namens Atchison, Kansas, geboren. Jetzt bin ich 26 Jahre alt. Vor kurzem, am 15. Mai 1923, erhielt ich offiziell meine Pilotenlizenz. Damit bin ich die 16. Frau der Welt, der diese Ehre zuteil worden ist. Natürlich bin ich sehr stolz darauf, denn das Schicksal hat es nicht immer gut mit mir gemeint. In meinem jungen Leben gab es bereits viele familiär bedingte Rückschläge. Und während Männern die Karriere in die Wiege gelegt wird, musste ich selbst hart dafür arbeiten und gegen viele Widerstände ankämpfen. Die Verbohrtheit meiner Großmutter, die schrägen Blicke der Nachbarn, die abwertenden Sprüche der Jungs. Doch ich glaube, den Willen, die Resilienz, die ich in meinen frühen Jahren entwickelt habe, haben mich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Und deshalb stehe ich vor euch, liebes Publikum. Indem ich meine Geschichte erzähle, will ich Frauen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Lebt eure Träume und wenn es sein muss, dann kämpft darum. Wovor habt ihr denn Angst, dass eure Träume wahr werden könnten? Flugzeuge selbst interessieren mich eigentlich noch gar nicht so lange. Im Winter 1918, während des Ersten Weltkriegs, arbeitete ich in Toronto als Militärkrankenschwester. Damals hing ich in meiner Freizeit viel auf den Flugplätzen herum und sah zu, wie die Offiziere im Fliegen ausgebildet wurden. Auch wenn die Propeller der Maschinen mir die Schneeflocken ins Gesicht bliesen, die Kälte auf meiner Haut stach, sog ich jedes Detail in mich auf. Da hatte ich längst erfahren, wie grausam ein Krieg ist. Und selbst als das Kriegsende ausgerufen wurde, hatte ich noch lange Albträume von den verstümmelten Soldaten, die nach ihren Müttern riefen. Ich erkannte, das Leben ist zu kurz, zu unbeständig, um es zu vergeuden. Ich musste meine Berufung leben, jede Sekunde meines Daseins auskosten, um am Ende zurückzublicken und zu sagen, ich bereue nichts. Aber alles der Reihe nach. Meine Mutter lehrte meine Schwester und mich, stark und unabhängig zu sein. Das entsprach nicht dem Zeitgeist und den Werten, die kleinen Mädchen damals vermittelt wurden. Ich liebte es, die Gegend um unser Haus zu erkunden und Kröten, Würmer und Motten zu sammeln. Wir übten sogar mit einem selbstgefertigten Gewehr, bevor die so Erwachsenen es uns als unschicklich wegnahmen. Der Sport war eine Sache für die Jungs. Und ihnen wurde vielfach der Zugang zu Turnstunden gestattet. Mädchen nicht. Ich ließ mich davon nicht entmutigen und probierte alles Mögliche aus. Meine Schwester und ich trugen samstags zum Spielen die ersten Turnanzüge der Stadt. Wir fühlten uns ziemlich athletisch, aber auch wie Ausgestoßene unter den kleinen Mädchen mit ihren weiten Röcken. Viele Menschen hingegen fühlten sich von uns vor den Kopf gestoßen. Mein Vater wechselte häufig den Job und wir mussten oft mit ihm umziehen. Kansas City, St. Paul, Chicago. Die ganze Familie reiste zusammen mit der Eisenbahn, erforschte neue Orte und lernte neue Menschen kennen. Einerseits vermissten wir kontinuierliche Kontakte über einen langen Zeitraum. Andererseits konnten wir uns schnell in eine neue Umgebung eingewöhnen. Ich habe noch nie länger als 4 Jahre an einem Ort gelebt und mindestens 6 Highschools besucht. Allerdings schaffte ich es, in den üblichen 4 Jahren meinen Abschluss zu machen. Ob die Unstetigkeit meines Vaters zu seiner Alkoholkrankheit führte oder andersherum, weiß ich nicht. Aber die Sache mit dem Alkohol wurde immer schlimmer und die Karriere meines Vaters geriet ins Stocken. Es war ein ständiges Auf und Ab. Jeden Tag erwartete ich das Schlimmste. Ich wurde melancholisch und fand keine Freunde. Im Jahrbuch meiner Schule stand unter meinem Foto: The girl in brown that walks alone. Zum Glück ging diese Phase vorbei, als ich an die Mädchenschule Orgons kam und dort meinen Platz fand.
Auch wenn ich die Unterrichtsstunden für damenhaftes Benehmen nicht so recht ernst nehmen konnte, lobte mich die Schulleiterin Miss Sutherland doch für meine charmante Art. So geschah es, dass ich in den Weihnachtsferien meines Abschlussjahres nach Toronto fuhr, um meine Schwester zu besuchen. Nein, ich wurde in der Stadt nicht empfangen von Uniformierten und Blaskapelle, so wie in der Kriegspropaganda angepriesen. Vielmehr gab es scharenweise Amputierte, Lahme und Blinde. Alles, was dieser vierjährige Stellungskrieg hat hervorbringen können. Damals sagte ich zu meiner Mutter, ich bleibe hier und arbeite als Krankenschwester. Ich kann nicht wieder zur Schule gehen, als ob nichts gewesen wäre. Genau hier schließt sich der Kreis, denn so kam es dazu, dass mich Flugzeuge faszinierten und mich die Leidenschaft fürs Fliegen packte. Nach dem Krieg meldete ich mich für Flugstunden an. Der Vater zahlte nicht, wie ursprünglich versprochen. Ich war sehr enttäuscht, aber abhalten konnte mich das nicht. Ich trat meinen ersten Job in einer Telefongesellschaft an, arbeitete hart, bis ich mir 1921 endlich meine erste Flugstunde bei der Pilotin Nita Snook leisten konnte. Jemand meinte, ich würde nicht aussehen wie eine Pilotin, weil ich lange Haare hätte. Zwar hatte ich mir heimlich ein paar Zentimeter meiner Haare abgeschnitten, doch ich wollte so normal wie möglich aussehen. Es war schon seltsam genug, dass eine Frau flog. Was will ich euch mit meiner Geschichte sagen? Ich will euch sagen, dass Frauen die gleichen Dinge ausprobieren müssen wie die Männer. Dass sie sich von Sport, Technik und Wirtschaft nicht abschrecken lassen dürfen, auch wenn sie doppelt so hart arbeiten müssen. Als ich meine ersten Erfolge bei den Flugshows erzielte, wollte ich den Höhenrekord für Pilotinnen brechen. Und tatsächlich gelang es mir am 22. Oktober 1922, über 14.000 Fuß hochzusteigen und mir einen Namen als die bis dahin am höchsten fliegende Pilotin zu machen. Seht ihr? Frauen können auch Großes vollbringen. Also ergreift die Initiative. Lasst es uns den Politikern, den Wirtschaftsbossen und Sportmanagern beweisen. Lasst uns eine Zukunft erschaffen, in der das Geschlecht keine Rolle mehr spielt, ja keine Rolle mehr spielen darf. Mit unserem guten Beispiel müssen wir auf uns aufmerksam machen, müssen auf Regierung und Wirtschaft einwirken, hinausschreien, dass wir dazu fähig sind, dasselbe wie Männer zu leisten, dass wir den Willen haben, dasselbe wie Männer zu leisten, dass wir dazu bereit sind, dasselbe wie Männer zu leisten. Lasst uns alle dazu beitragen, die Gesellschaft zum Umdenken zu zwingen. Geht hinaus in die Welt, lebt euer Leben in eurer besten Form. Es wird nicht immer leicht sein und ihr werdet viele Hürden nehmen müssen. Aber lasst euch nicht einschüchtern, denn nichts ist unmöglich, so dass auch ihr am Ende des Tages auf euer vollendetes Leben blicken könnt und sagen, ich bereue nichts. Und ich? Ich habe vor, noch viele Rekorde zu brechen. Selbstverständlich bin ich mir der Gefahren bewusst. Doch wir Frauen müssen uns an denselben Tätigkeiten versuchen wie die Männer. Und wenn wir scheitern, muss unser Versagen eine Herausforderung für eine andere von uns sein. Vielen Dank.